Morgen, morgen, Menschen mit Guts. Es geht mal wieder weiter bei King of Retail. Ja, wir wollen ja unseren eigenen Laden gründen. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Money und dafür gehen wir jetzt hier ein bisschen arbeiten. Insofern, Vertrag unterschreiben und für euch das Intro. Kleiner Laden sind wir jetzt, schön. Aber ich muss doch lokal bekannt sein. Wie werde ich verdammt nochmal lokal bekannt? Wieso steht das hier nicht einfach mal? Holen Sie den Ruf von lokal bekannt im Segment Bauer. Ich muss einfach nur mehr Bauern beraten, ey. Das kann doch nicht sein. Hey, wir sind noch Waren. Ich habe noch ein rotes Handy im Lager. Das sieht nicht draußen aus. Sind das nicht? Also, das ist schon frech. So, komm, räum ein. Nur 10 Artikel. Gott, das wird echt nicht mehr. Bin bei plus minus null. Es geht mir ja auch gar nicht mehr um die Artikel. Es geht mir ja nur noch um den Ruf. Aber wenn ich mir natürlich bessere Produkte für Bauern leisten könnte oder wissen könnte, irgendwie in irgendwelchen Statistiken, was die Bauern so haben wollen. Vielleicht muss ich hier nochmal ein paar Handys. Das heißt ja, Mobilgeräte haben die voll Bock drauf. Vielleicht ein paar Handys statt Tablets mehr nehmen. Und die ins Schaufenster packen. Und räum aus, jetzt. Da kommt ein Bauer. Hoffentlich wird das was. Nee, da wollen wir hin. Weiß nicht genau, ob das das war, was ich hatte. Thank you. Ach Mann, der Bauer ist wohl gegangen. Ich weiß halt nicht, was die wollen. Wer soll ich denn auch das rausfinden? Kann man das bei den Artikeln rausfinden, wenn man da draufklickt? Was Bauern geil finden und was nicht? Hm. Kann ich hier Rabatte, also den Preis erhöhen? Ah, nee. Preis erhöhen geht nicht. Wäre quasi Sonderrabatt. Betrügerrabatt. Der kennt ihn nicht. Kauf 3 Äpfel im Preis von 5. Und dann kauf 5 im Preis von 3. Verdammt. Keine Idiot, die Person. Scheiße, wie kriege ich die Freude jetzt nochmal hoch? Thank you. Thank you. Oh, hat wieder nicht gewollt. Verdammt mich. Hat überhaupt schon jemand was gekauft? Ich glaube nicht, nee. Jetzt haben wir hier schon eine Stunde, fast 2 Stunden offen und es ist noch nichts passiert. Bauern laufen einfach vorbei. Kann ich natürlich nicht bekannt werden bei Bauern. Aber wie soll ich denn auch mit Elektronik bei Bauern bekannt werden? Die sind ja nicht bekannt dafür, dass sie jetzt voll die Technik-Freaks sind, oder? Thank you. Hm, schwierig einzuschätzen. Aber ich habe ja auch gar keine Auswahl für andere Artikel. Ah, hier wurde zumindest was verkauft. Können wir das nachfüllen? Ja, schön. Ja, dann gehen alle, Mann. Wir machen mal ein bisschen flotter hier. Passiert ja gerade nichts. Thanks. Thanks. Ach, kommt doch in den Laden. Ja, bin da. Das ist der erste Artikel hier verkauft, so richtig, oder? Ne, ja, der zweite, glaube ich. Draußen, die Bäuerin kommt rein. Hey, have a minute. Jasmina, wen nimmt die? Weiß ich nicht. Ich nehme den da. Das ist ein Arbeiter. Ich würde gerne wissen, hier steht doch nichts, was den besonders macht. Ob das irgendwie überhaupt eine Relevanz hat, was da steht. So, Freude müssen wir noch ein bisschen hochpushen. Thanks. So, haben wir zumindest was verhökert. Nachfüllen können wir nicht. Thank you. Hey. Hier können wir zumindest ein bisschen nachfüllen.
Gott, ey, es fühlt sich an, als wenn ich noch gar keinen Bauern heute irgendwie was verkauft habe. Und so richtig Geld habe ich bisher auch nicht gemacht. Jetzt kommt ein bisschen Moneten rein, aber so die Welt ist es auch nicht. Thanks. Ich habe nichts zum Nachfüllen. Da hat jemand was gegriffen. Perfekt. Hier wurden ein paar Artikel gegriffen. Das habe ich gesehen. Excuse me. Kommen Sie an die Kasse? Ja. Wo ist denn die Yamina? Die muss den Kunden beraten. Na, da jetzt. Mach weiter. Diese Farbe, die unterscheidet sich so wenig von den Leuten, die fühlt manchmal. Ja, ich weiß, hier vorne ist ein bisschen leer. Sie müssen mal um die Ecke gucken. Da haben wir noch ein paar Handys. Ah, die Öko bequatsche ich nicht. Die guckt eh nicht. Na gut, einmal haben schon mal Ökos was gekauft. Aber nur einmal. Da ist ein Bauer. Nimm den Bauern. Sagt der Bauer. Ach, verdammt, der kommt nicht rein. Der bleibt einfach weg. Da nicht. Aber ich bin das mal wieder über 2000. Thanks. Verdammt. Beratung hat zu lange gebraucht. Nehmen Sie hier das LED-Telefon. Da hatte ich mal einen Rabatt beim Hersteller. Den Rabatt kriegen Sie aber nicht. Damit Sie Bescheid wissen. Produkt begeistern. Ja, das ist ein ganz tolles Produkt. Besonders für meine Kasse. Das geht da wunderschön durch. Can you help me? Und bringt mir Einkommen. Thank you. Hey, nachfüllen kann ich nicht. Hey, have a minute. Ist da draußen mal ein Bauer? Nee, auch nicht. Thank you. Nicht in 1 Million Jahren willst du das kaufen. Das ist natürlich die perfekte Option für ein Beratungsgespräch. Quatsch, da. Ja, ich weiß, ich hab's verkackt. Ich muss jetzt schnell eine Kasse darum. Wenn man sich dann beeilen muss, weil da schon 3 Leute stehen. Oh, jetzt wird aber nochmal ordentlich gekauft hier zum Feierabend. Naja, jetzt hat man 1,5 Stunden offen. Also Philipp wird's nicht. Oh, da hat nochmal einer was gegriffen. Oh, herrlich. Die Bäuerin da. Kauft die was? Hat die was? Ist die glücklich? Zeig mir an. Ja, ich habe mal was verkauft. Vielleicht wird's ja doch mal ein bisschen Bekanntheit hier. Jetzt habe ich über 3000 verdient. Mir lohnt sich gerade mal. War ein schöner Tag. Heute ist ein schöner Tag. Heute ist ein schöner Tag. Na. Ich komm noch Artikel. Lager leer. Ich habe noch ganze 3 Geräte. Sehen Sie mal, wie toll der Laden ist. Das Schaufenster ist zwar voll, aber im Laden gibt's nichts. Nichts. Aus dem Schaufenster können Sie auch nichts kaufen. Das sind nur Pappe. Nur Pappaufsteller hier vorne. Alles nur Deko, Replikate. Angepinselt von dieser Frau hier, Yasmina. Die winkt immer, läuft gerne zu winkenden Menschen. Oha. Ach Gott, ey, das wird mit Bauern ja gar nichts. Was ist mit ihr los? Was ist denn los? Thank you. Was war das denn? Was war das für ein Symbol? Taschen über den Kopf. Thanks. Was sind das für Taschen über den Kopf? Ihr müsst mir die Symbole mal erklären. Wie soll ich denn das wissen, was ihr wollt? Sprecht doch meine Sprache. Thanks. Akira macht das aber doch ganz gut. Also das kann sie, die Leute reinholen. Obwohl die total unbegabt war. Oder unfähig. Ja, da findet halt keiner mehr was. Laden hat heute zu. Na dann machen wir dicht. Ja, wir haben ein bisschen mehr Geld. Lag das jetzt an der Werbung? Machen wir mehr Werbung? Modeland, goldene Münze, einfaches Leben? In der Zeitschrift einfaches Leben? Für wen zählten die? Machen wir eine große Anzeige? Für Bauern. Scheiße. Machen wir eine mittlere Anzeige für Bauern. Übrige Tage 0. Ja, und dann haben wir noch tägliche Nachrichten. Machen wir noch mal eine Anzeige für Bauern. Jetzt haben wir hier 3 Werbungen für Bauern. Da muss doch mal was funktionieren, oder? Brauche mehr Artikel, auf was die Bauern kaufen. Was kaufen die denn überhaupt? Und was haben wir hier? Sind Touristen in der Stadt? Ja, haben ja nichts für kaufen. Ob die da sind oder nicht, heißt bloß, dass ich keine Bauern bedienen kann. Alles hinzufügen. Die Bauern kaufen, glaube ich, immer den Billig-Scheiß hier. Ach, Scheiße, ich habe schon wieder nicht genug Geld. Zu viel rausgedrückt für Werbung. Machen wir so.
Haben wir noch 30 Münzen übrig? Attacke. So, hier bringen wir nochmal XP noch. Was sind wir? Ist das ein bekannter Laden? Nee, noch nicht. Verdammt, ich brauche da bloß den Ruf. So, beschleunigen wir das Ganze mal. Komm, ich will was auspacken. Bleib doch. 18 Artikel, seht ihr? Das wird schon besser. Jetzt, nach Jahren. Man muss halt nur Werbung machen anscheinend. Werbung ist hier so ein bisschen der Key. Aber das mit dem Ruf ist trotzdem scheiße. Ich meine, ich stehe jetzt hier schon Jahre in diesem Laden. Und ich habe halt ein bisschen nicht etliche Elektronik verkauft. Kommt da ein Bauer drin. Geh ran an den Bauer. Der geht wieder. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Auch irgendwelche anderen Artikel vielleicht noch. Hier, da packen wir noch eine Reihe Billigtelefone. Achso, die habe ich ja auch nicht. Dann machen wir doch noch die beide einfach dazu und sagen, fertig. Was sind also 5 in Reihe? Mensch, ist ja wie auf dem Tisch. So, machen wir noch vorspulen. Kann ich überhaupt noch was nachfüllen? Müsste eigentlich nicht mehr gehen. Oder ist wer an der Kasse? Noch eine. Welchen Artikel habe ich denn noch? Ein Tablet habe ich noch. Ach du Scheiße, der Laden ist echt voll. Das sind die ganzen Touristen, wa? Die mir alles wegkaufen. Verdammte Touris. Könnt winken, wie ihr wollt, ich komme nicht. Die dienen nur Bauern. Nee, ich bringt das nichts, wenn ich jetzt jemanden anquatsche. Ich meine, die Kasse. Hi, spare 2 seconds. Thank you. Ich komme ja schon. Hey, have a minute. Alter, das schafft die Jasmina echt nicht. Hier ist volle Haut. Volle Hütte. Gut, jetzt nehmen wir mal kurz trotzdem ein bisschen Zeit. Klicken hier so ein bisschen Freude durch. Thanks. Thank you. Sind mit einer Kasse. Dann Bedürfnis. Thanks. Hat nicht so geklappt, das Bedürfnis. Da hinten sind fehlen, oder hier fehlt ein Tablet, oder? Ja, dann ist das Lager jetzt leer. Hey, can you help me? Da, wird was gekauft. Gott, ich finde nicht wissen, wie viele Diebe hierbei sind. Hab ja echt keinen Schutz. So, die haben wir. Thanks. Ja, Jasmina macht das. Jasmina macht das super. Thank you. Ich bin an der Kasse einfach nur noch. Die da draußen lockt rein, der Bauern sitzt. Ich mache nur Bauernwerbung und es kommen hier 3 Bauern am Tag. Was ist das für eine Kacke? Ja, die laufen auch immer vorbei. Die haben einfach gar kein Interesse, in diesen Laden zu gucken. Wie soll ich denn den Ruf bei einer Gruppe aufbessern, die es nicht gibt? Ich mache da schon tägliche Werbung und in dem Schnäppchenjäger und Modemagazin und weiß ich nicht. Nee, Mode war ich nicht. Aber trotzdem, macht da jetzt schon überall Werbung. Das einfache Leben. Ist das nicht eine Bauernzeitschrift? Das klingt zumindest so. Ja, guck, die gehen einfach nur. Die Bauern gehen einfach. Die sagen ja nicht mal, dass sie einen Artikel nicht finden. Oder ist das das graue Handy-Symbol? Jasmina, du machst das. Jasmina, du bist meine letzte Hoffnung. Komm. Thanks. Scheiße. Thanks. Doch, doch, doch. Da, ein Bauer kauft was. Hey. Thanks. Ein Bauer am... Oh, der kauft noch was. Jasmina berät ihn doppelt. Excuse me. Wunderschön. Hey. Aber das hat nicht viel Geld gebracht, dafür, dass wir dich zweimal beraten mussten. Thanks. 2 Beratungen und trotzdem kein Geld in die Tasche gespült hier, also echt. Thank you. So, ein bisschen Freude. Bin gleich bei Ihnen. Thank you. So, ich komm schon. Ja, das, dieser Balken hält mich noch davon ab, schneller zu ihnen zu kommen. Ja, perfekt. Ich habe zumindest noch mal was verkauft hier kurz vor Feierabend. Dreieinhalbtausend. Ja, das lohnt sich, wenn man hier keine Werbung raushaut. Muss halt gucken, ob ich irgendwie. Ich brauche mehr unterschiedliche Artikel. Ich brauche irgendwas anderes. Den gleichen Kram hier, der funktioniert ja zwar.
Wobei da hinten ein paar Artikel anscheinend Ladenhüter sind. Ist ja so, hier vorne ist immer alles leer. Und hier diese 0815 schwarze Handy, das gruft kein Schwein. Tablet geht noch, aber das 0815 schwarze Handy brauche ich, glaube ich, nicht mehr nachkaufen. Der Laden macht sowieso gleich dicht. Komm, Jasmin, da berat die da hinten noch. Die hat noch 7 Minuten Zeit. Ja, da hat sich jemand dieses dumme, schwarze, plumpe Kack-Handy gekauft. Perfekt. Ich stehe an der Kasse. Ich weiß, es ist Feierabend. Vielleicht verkauft ihr ja nochmal irgendwas an der. Nö, die geht. Na, dann machen wir Feierabend, machen wir Laden dicht. So, bin ich jetzt lokal bekannt. Ich bin doch so wunderschön. Ich habe doch so viel Werbung gemacht. Ich muss doch mal Bekanntheit kriegen. Gibt es hier nicht irgendwo eine Info dafür? Besucher 71, Kunden 16. Ja, schön. Wo ist hier bitte schön lokal bekannt? Da, Reichtum der Bauern ist niedrig. Ich muss also Philipp Billig Artikel haben. Kann ich das auch noch mal woanders irgendwo einsehen? Am Computer vielleicht? Zusammenfassung? Daten werden geladen. Bestellt auf Lager, Kaufpreis, Profit. Wow. Das ist die Info dafür in meiner Übersicht. Artikel? Kunden vielleicht. Kunden, Bauern. 1,5. Also zwei Bauern waren hier da in den letzten Uhrzeiten hier mal zwischendurch. Aber die kaufen halt auch nichts, weil irgendwie die Trefferquote so niedrig ist. Was wollen denn die Bauern? Kann ich das irgendwo sehen? Hier waren mal mehr Bauern da, aber es kam auch wieder weniger. Aber kann ich sehen, was die Bock haben? Kundenberichte. Hat nicht, wonach ich gesucht habe. Vielen Dank für einige guten Tipps zum Kauf. Ich wurde an der Kasse schnell bedient. Ja, das ist doch schon was Schönes. Der Junge ist nicht so... Hat nicht, wonach ich gesucht habe. Aber wonach hast du denn gesucht? Ich muss doch bloß wissen, wonach du gesucht hast. Hat nicht, wonach ich gesucht habe. Hat nicht... Okay, ich muss also echt was haben, was die brauchen. Dann machen wir Verkäufe nachbestellen. Dieses schwarze Telefon verkaufen wir diesmal gar nicht. Dieses Tablet nehmen wir eins weniger. Dann Elektronik, Handys. Ja, es muss ja geringer Geldbeutel sein. Das hier für 150 vielleicht? Ist das nicht das hier? Das ist für 102 sogar nur. Warte mal, ich nehme mal zwei hier für 150 mit. Das ist halt das Billigste, das Plumpste. Hier für... Ja, so eins noch vielleicht hier. Davon noch zwei. So, dann gucken wir mal bei dem Tablet. Was ist denn hier auch das Billigste? Hier für 209. Diese Konsolen sozusagen hier. Nehmen wir davon nochmal zwei mit. Und dann bestellen wir den ganzen Spaß. Und hoffen, dass das jetzt die Leute kaufen. So, baldige Neuverhandlungen und mein Lohn. Die wollen einfach alle mehr Lohn haben, alle Bede. Warte, die E-Mails können wir alle auswählen hier und alle löschen. Dann machen wir noch schnell die Gehaltsverhandlung. Nee, wie meinst du das? Da vorne, oder? Gehalt neu verhandeln. Bewerbung in Hauptquartier senden? Okay. Lohn vorschlagen? Mehr. Hat 11 Euro und jetzt gibt es schon fast 13. Oha. Da musst du aber auch mehr verkaufen, Jasmina. So, wie sieht's bei der anderen aus? Gut, die sind halt auch schon ein bisschen besser geworden, glaube ich. Nicht genug. Das geht doch. So. Dann haben wir die Leute wieder glücklich gemacht. Mehr oder weniger. Rennen in den Puff. Ja, weiter zum Laden gehen. Ich weiß gar nicht, wenn ich ja jeden Tag 107 verdiene... Dann müsste ich doch auch schon bald genug haben, um mal meinen eigenen Laden dann aufzumachen, oder? So, ich muss erstmal warten, bis der Händler hier ankommt. Der Lieferant. Komm, Lieferant. Ich muss die Ware auch noch einräumen. Schnell vorspulen hier, also 18 Artikel drin klatschen. Komm, klatsch rin da jetzt. Danke. So, wir füllen mal schnell nach, was wir hier haben. Austauschen können wir danach immer noch. Ich weiß nicht, ob die Bauernwerbung noch läuft. Ich habe jetzt keine Werbung gemacht. Na gut, hier ein bisschen viele die gleichen Telefone. Können wir nochmal austauschen zwischendurch. Da ist sogar eine Lücke. Aber es füllt sich nach. So, das heißt hier
Thanks. Ich habe ja nur noch neue Gerätschaften bestellt. Das heißt, das hier kann da rein. Die kommen mit nach hier oben. Excuse me. Noch hin? Ja, komm. Komm, mach voll die Hütte. Oh, da ist ja schon jemand. Oh, das ist ein Bauer an der Kasse. Ja, hör auf! Der erste Bauerkauf hier am Tag. Mensch, ist das ein Zeichen? Und das jetzt meine Sternstunde. So in dem. Mann, ich muss doch hier die Artikel noch präsentieren. Ist ja schön, dass sie Artikel kaufen, aber ich muss doch den Laden anpassen für die Bauern. Thank you. So? Hey, can you help me? So, guck, jetzt haben wir hier auch noch so eine Spieldinger. Da können sie auf dem Acker direkt spielen. Der Prominente kennt das. Die machen, obwohl, weil die arbeiten ja nicht. Die lassen sich bloß flügen. Dieses üble Klischee. So, wie sieht es denn hier aus? Haben wir sie jetzt mal genug bezeugt? So, jetzt wollen wir noch ein bisschen glücklicher quatschen. Ach, Kacke. Das hat nicht so funktioniert. Er hat halt keine Geduld gehabt. Komm, bezahl. Oh, die Prominenten wollen doch was. Das sind ja keine Bauern. Ich brauche viel mehr Bauern. Thanks. Macht man schon Werbung für Bauern und kommt kein Bauer richtig. Das ist Quatsch. Hey, oh, alle Artikel sind ausliegen. So, komm, Jasmina, du machst noch mal ein bisschen Money reinholen. Hm. Läuft gerade nicht so. Sind zu wenig Leute da. Bis um 11, aber die meisten kamen ja auch immer zur Mittagszeit, oder? Komm da Bauern. Ich sehe nur Prominente, die weggehen. Kommen keine Bauern, verdammt. Oh, da ist jemand an der Kasse. Ja, hallo. Wunderschön, ja, mal schön bestellen. Wie schaut es mit dir aus hier? Was ist denn bei Kira eigentlich los da draußen? Was hat die für Probleme? Thank you. Kam eine Lohnerhöhung. Ja, Kira, du musst irgendwie mal ein bisschen produktiver werden. Sinkt die Stimmung ein bisschen. Egal. Hey, a little help. Oha, das hat ja ordentlich Minus gebracht. Thank you. Ach, das wollte Jasmina gerade machen. Jetzt mache ich das. Das ist natürlich blöd. Hi. Spare 2 seconds. Ja, ich komme ja schon. Thanks. Puh, das war knapp. Hi. Thanks. Wollte der bloß helfen, müssen wir es abnehmen. Thanks. Komm da jetzt ein paar. Das sind Bauern, aber die rennen immer vorbei. Die haben halt anscheinend kein Interesse an Technik. Und dann muss ich bei denen, die keinen Bock auf Technik haben, auch noch Technikartikel verkaufen. Stimmt, ich hatte ja nichts mehr zum Nachfüllen. Meiner guckt da schon so grimmig. Vielleicht kommen deswegen die Leute nicht. Wenn er so grimmig guckt. Ja, guckt euch die Augen an. Guckt euch die Augen an. Hey. Ja, da, Jasmina. Ran an den Feind. Ich muss ja auch hier eine Kasse bedienen. So, mal ein bisschen schneller. Klack, klack. Ja, komm. Die da draußen macht das schon. Ich mach das hier. Da ist ein Bauer bei. Da ist ein Bauer bei. Den hole ich mir. Bauer, komm mit in diesen Laden. Wir haben ganz tolle Produkte für Sie. Thanks. Gott, was sind das für eine Scheißperson? Thanks. Hey, a little help. Gut. Ja, gut. Thank you. Zumindest ist er glücklich. Ja, ich komme schon zur Kasse. Mann in Blau. Mit eigenartig gleichem Gesicht. A little help. Jasmina ist gerade noch beschäftigt. Ja, dann machen wir ich das hier. Ich habe hier auch Handys zu verkaufen. Ja, natürlich. Thanks. Muss ich halt mal so beeilen. So, das haben wir voll gekriegt. Komm, lass mich zur Kasse gucken. Ja, ah, die kaufen aber zumindest was. Ich würde gerne mal wissen, wie viel geklaut wurde bisher. Thanks. Ich weiß, eigentlich ist ja nicht mein Laden, aber ich muss mich hier um das Geld kümmern. Ich muss mich um alles kümmern. Totaler Quatsch, ich bin nur Angestellter. Also da könnte man noch ein bisschen dran arbeiten im Spiel, dass wenn man Angestellter ist, wirklich bloß irgendeine Aufgabe dafür hat. Umsatzziel oder sowas schaffen muss.
Aber nun gut, so ist es. Thanks. Die Elektronikbiene geht weiter. Meine Güte, wie viele Tage arbeite ich hier schon? Ich wollte doch einfach mich selbstständig machen. Ich wollte mich doch nur selbstständig machen, stimmt, Jasmina? Guck mal, da winkt. Also wirklich, ich stelle mich nächstes Mal auch im Laden und winke einfach so. Und gucke, ob irgendwer reagiert. Draußen macht aber gut drin locken immer noch. Also ist jetzt nicht knackevoll und überläuft den Laden, aber es ist ja schon fast nichts mehr da. Ich glaube, die neuen Artikelmischung, die ist gar nicht schlecht. Da wird ordentlich gekauft. Machen wir uns mal eine Kasse. Und gucken, was sich so ergibt. Komm, bezahl. Bezahl, du Schwein. Da ist ein Bauer draußen, den können wir nicht stehen lassen. Den müssen wir bequatschen, der muss in diesen Laden. Freude, 1, 2, 3. Oha. So, und jetzt brauchen wir noch Bedürfnis. Thanks. Hey, have a minute. So. Den Bauer haben wir zumindest in den Laden reingeholt. Und glücklich ist er auch wie Sau. Thanks. So, braucht jetzt noch mal jemand Beratung. Wir haben ja fast nichts mehr. Ich weiß, jetzt gehen sie wieder, weil ich nichts mehr habe. Ja, die haben alle das bestimmt das Zeichen, weil sie nichts mehr finden. Ist schon alles ausverkauft hier. So wenig Artikel. Bauern kommen auch immer dann, wenn alles schon ausverkauft ist. Aber irgendwas hat er noch mitgenommen. Thanks. Ah, gut. Gut, dann haben wir da auch noch mal was verkauft. Dann muss doch was, das muss doch Bekanntheit bringen, wenn die was kaufen oder nicht. Oder wie funktioniert das hier? Nur noch zwei Artikel im Laden, ey. Hat sich zumindest gelohnt. Jetzt greift auch noch die Artikel da. An Jasmina, ich an der da hinten. Nee, du willst nichts. Was soll das denn? Jasmina macht das. Komm, verkauf was. Komm, verkauf das Ding. Verkauf es. Thanks. Greif zu. Excuse me. Greif zu. Ah, was sind denn für Leute, ey? Erst fett beraten lassen und dann verpissen. Naja, das war ja klar. Feierabend. Ah, das heißt, der guckt nicht mehr. Oder? Thanks. Greift der noch zu? Ne, da passiert nicht mehr. Dann vorbei mit dem Tag. 5 Tacken eine Dummel. Also geldmäßig läuft's aber. So, wie schaut's hier aus? Also, wir müssen ein bisschen mehr verkaufen. Bestellungen erstmal nachmachen. Alles hinzufügen. Was lief hier besonders gut? Ich glaube, die waren sehr schnell alle. Ja, generell der ganzen. Warte mal, der wurde nicht so gut verkauft. Oben wurde nochmal schön verkauft. Und das hier diesmal auch noch. So, und jetzt haben wir, glaube ich, nicht mehr noch Geld für irgendwas. So, haben wir zumindest noch ein bisschen mehr Ware. Das heißt, ich müsste doch auch noch ein bisschen länger verkaufen können, weil momentan liegt es ja daran, dass die am Ende des Tages alle rumjammern. Ist nichts mehr da. So, also rein in den Laden. Ach, Quatsch. Ich will immer schon nachfüllen, weil ich immer davon ausgehe, dass die Artikel, wenn ich sie über Nacht bestelle, schon eingepackt sind. Aber es geht ja nicht von Zauberhand. Wenn ich mehr Geld hätte, würde ich mir auch ihn stellen, der einfach auspackt, damit ich nicht mal mehr das machen muss. Da kommt er mit dem einen Päckchen, was den ganzen Lager füllt. Wobei eigentlich ein Paket ausreichen würde bei dem paar Telefonen und was da alles so drin ist. Da kommen mir nicht gleich 5000 Pakete. Was ist denn hier los? Jetzt kann ich. 25 Artikel haben wir. Wenn wir überlegen, am Anfang haben wir mit 10 gestartet. Nochmal 25. Gut, ich habe ein paar Regale verkaufen müssen. Habe ich am Anfang Mist gebaut. So, rein ins Regal. Ja, sie können ruhig reinkommen. Wir kriegen gerade Ware. Ach Mensch, geht er wieder. Das sind die richtigen, ey. Kommen und nichts gerufen. Zum Glück hat keiner seine Zeit verschwendet, den zu beraten. So. Ich glaube, das hier wird noch meine Lebensaufgabe mit den Bauern. So, haben wir jetzt im Lager noch irgendeinen Artikel rumliegen? Was haben wir denn da? Rote und die Dinger, ja.
Die haben wir ja nachbestellt von hier vorne. Oh, da fehlt schon eins. Das hat die Frau gekauft. Ran an die Frau. Geld kassieren. Perfekt. Kauft die Geräte wenigstens. Was fehlt hier eigentlich? Dieses tolle Telefon da. Ja, das habe ich gerade nicht. Aber ich habe hier noch so ein rotes mehr. Hey, a little help. Hier wurde auch gerade weggenommen. Ja, Jasmina kommt gleich zu Ihnen. Oh, zwei Personen. Guck mal, dann gehe ich hier schnell ran. Gut, jetzt wird bestimmt gleich die Kasse bedient werden müssen, oder? Jasmina, jetzt mach doch! So, das haben wir. Wir dürfen es noch ein bisschen hochpushen. Thank you. Have a minute. Hey, got a second. Ist jemand an der Kasse? Ich muss zur Kasse. Thanks. Muss ja auch lohnen für mich. Wenn wir hier schon Leute beraten. Was macht die Jasmina überhaupt? Die steht da vorne rum. Kann nicht, da ist noch jemand an der Kasse. Thanks. Kann nun mal nicht alles machen. Dann brauche ich nicht mehr Mitarbeiter und die will ich mir nicht holen. Dann habe ich ja noch weniger Attacken. Dann wollen die mal die Halserhöhung haben und so eine Sache. Das ist ja schrecklich. So, aber hier ist ein bisschen was weggegangen. Ich habe sogar noch Artikel zum Nachfüllen. Guck mal an. Die kauft auch noch mal was. Thank you. Ist mehr im Lager, perfekt. Nachfüllen hat sich also für heute erledigt. Jasmina kommt doch schon. Jasmina macht das. Schön, dass sie bezahlen. Da gibt es einige, die das nicht machen. Denke ich mal. So, Jasmina, bequatscht den. Aber wir brauchen weitere Bauern. Kommen aber auch keine. Vollkommen egal, ob ich da Werbung mache oder nicht. Ich habe jetzt eine Weile keine gemacht, aber trotzdem. So, da hinten wird auch nochmal was verkauft. Ja, jetzt lassen wir das hier durchheizen, oder? So, Jasmina macht das schon. Wobei, das schafft sie natürlich nicht mehr. Den nehme ich noch schnell. Den übernehme ich. Oh, der hat schon mal Bedürfnis, ordentlich. Aber auch keinerlei Geduld. Hey, can you help me? Ja, die Geduld ist richtig kacke bei der Person. Hat's funktioniert? Thank you. Thank you. Hoffe ich doch, an der Kasse ist immer noch keiner. Was ist hier los? Kommt da ein Bauer? Nee, kommt hier noch. Ach Mann. Kommt schon. Rinn in den Puff. Jasmina, die brauchen doch nicht hinter der Kasse laufen. Gehen Sie die Kunden im Laden. Die wollen. Ah, die Bäuerin da hinten kauft was. So, was? Hey, got a second. Klack, klack. Doch, da ist sie. Da, die hat gekauft. Die war gerade vor mir und ich habe sie nicht gesehen, weil die so dunkelrot auf einmal war. Bisschen dunkel der Laden, was? So, was ist hier drüben los hier? Kommen hier nochmal ein paar Bauern. Da, Bauer. Kommt der in den Laden drin? Oder hat er wieder keine Lust? Die stehen alle um die Alte rum. Wie viele Grüße kann man denn hier haben? Bauer, will der, kommt der rein? Ja, der kommt in den Laden. Jasmina macht das. Jetzt muss ich bloß gucken, ob die anderen was kaufen oder einfach nur vorbeilaufen. Da hinten ist gerade alles ausgekauft, oder? Greift er zu? Greift er zu? Er greift zu! Er kauft nur nach 15 Telefon, aber er kauft was. So, hier, ich stehe schon da, damit du gleich schnell bedient wirst. Du willst vielleicht noch was haben? Nee, doch nicht. Okay, aber jetzt haben wir mal drei Kunden, oder? Klack, klack, klack. Da hinten sind... Ja, Mitteilung des Verwaltungsrates. Endlich habe ich meine Aufgabe erfüllt. Und damit habe ich immer noch keine solide Grundlage, aber wir haben 2275. Ist schon der 13. Januar. Insofern, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.